Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa. Hier war immer der Half-Life Engine Absturz. Jetzt habe ich ihn irgendwie hinter mich gekriegt. Das ist so wunderbar. Das heißt, wir können weitermachen. Das ist... Oh fuck. Wunderbar. Ich bin nicht ganz blöd, ja? Vielleicht ein bisschen, aber nicht ganz doof. Die liegen da ja nicht zum Spaß. Boah! Okay. Ganz ruhig. Kann ich dich? Kann ich. Okay, die Frage ist... Ich denke, ich muss da rein. Da ist aber ein Schalter... der Schalter wird anscheinend blockiert. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Oh, Leute. Ich war am Verzweifeln wegen diesem Absturz. Ich dachte schon, ich muss das Spiel, genau wie Gothic, pausieren. Nein, muss ich nicht. Es geht zum Glück weiter. Ich habe es irgendwie hingekriegt. Und können wir das vielleicht wegschießen? Oh. Es war geraten, aber es war gut geraten. Ich meine, ich dachte mir schon sowas, dass ich das da wegschießen kann. Ich meine, wie soll ich sonst drankommen, um den Hebel wegzukriegen? So, da geht's durch, aber hier ist noch eine Kiste. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass bei jedem Ladedaten ab jetzt immer die Half-Life Engine abstürzt und ich das irgendwie regeln muss. Das wäre ziemlich doof. Ich hoffe, das war ja da jetzt das einzige Mal. Ich save jetzt extrem oft, merke ich gerade, aber... Es ist wichtig, eine Taschenlampe leuchtet uns den Weg. Was steht da? Kann ich nicht lösen. Gut, gehen wir. Bitte, was war das? Was war das gerade? Kann ich hier? Nö. Da kann ich aber rein. Und hier bestimmt auch nicht. Nö. Na gut, gehen wir hier rein. Fragwürdige... Heretik oder Ethik oder was? Halt nicht lesen können. Naja. Wir scheinen wieder in ein Labor zu kommen. Da können wir runter durchkriechen. Möchte ich jetzt... Noch nicht! Was ist das? WTF, was ist das denn für ein Vieh? Dem wächst genauso eine Klaue aus der Brust wie bei den anderen. Die solche grünen Blitze verstrahlen. Der blinkt auch so grün. Alter, dem will ich nicht zu nahe kommen. So. Was kann ich hier machen? Kann ich hier... Errungenschaftsfortschritt ethisch fragwürdig. Ach Mensch, ich habe ihn... irgendwie umgebracht. So, kaputt. Braucht eh keiner mehr. Tja. Sorry, ich wusste nicht, dass ich das so mache, aber ist wahrscheinlich das Beste, dass du jetzt nicht mehr lebst. So, einmal nachladen. Und hier kann man noch runter, habe ich gesehen. Naja, hier gibt's aber nichts, nur Schaltbolte. Guck mal, hier ist das nochmal das Vieh. Haben wir wohl anscheinend Experimente an diesem Viech durchgeführt. Ziemlich interessant. Na gut. Wir gehen mal weiter, ne? Ja. Ach, hier sieht's ganz nett aus noch. Also. Das gefällt mir hier doch ziemlich gut. Hallo? Jemand zu Hause? Okay, hier komme ich nicht lang, da wahrscheinlich auch nicht, nee. Da kann ich wahrscheinlich rein in die Tür. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal reingehen. Tür. Okay. Da haben wir Lebensenergie. Muss ich das verstehen?
Ach, der schießt mit totem Kopfkram. Ih, ist ja ekelig. Ach, was die sich ausdenken. Na gut. Oi. Oi, 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 oi. Ich glaube, da will ich gar nicht rein. Kann ich zum Glück auch nicht. Labber. Ja, labber mich nicht voll. Wow! Achso, sind nur Kopfkram. Komm her. Hä? Ich hab... Mann! Alter. Und, komm. So, sehr schön. Oh, cool. Harpune. Immerhin habe ich eine Harpune jetzt wieder. Die hebe ich mir auf. Auf jeden. Ih, was ist das denn? Das ist so ein Schleimer, oder? Der zäsiert worden ist. Nee, wie heißt das? Nicht doch zäsiert, oder? Komm, kann ich die mal nachladen, die dicke? Okay, also. Was passiert jetzt? Oh. Ja, das war ja super. Alter. Oh, Junge. Errungenschaftsfortschritt, ethisch fragwürdig, 2 von 5. Ja, okay. Merkwürdig. Mal gucken, ob wir alle Errungenschaften irgendwie freikriegen. Das Vieh wurde jetzt zerstört hier. Okay. Gut, nehme ich natürlich dankend hin, spare ich Munition. Das kam hier raus. Hier ist aber auch nichts weiter, ne? Nee. Na gut. Ach du liebe Güte. Boah! Achso. Hi. Gut, du redest glaube ich nicht mehr so richtig mit mir. Uiuiuiui. Also, wow. Blöde Kamera. Ich werde beobachtet. Okay, ich muss in die Herrendusche. Mal ist doch Herr, ne? Sieht zumindest wie ein Herr aus. Und das wie eine Frau. Ja, Kleidchen. Gut, dann McLean. Vielleicht können wir irgendeinen. Was? Alien? Ne, Alan. Einen Schrank öffnen? Nee, ein Spind. Können wir nicht. Hier haben wir Klopapier wieder. Hä? Ach, Foreman. Ich habe Freeman erst gelesen. Horn. Horn schien ein Deutscher zu sein. Hört sich zumindest ziemlich deutsch an. Ist ganz gut, dass ich die Klos nicht öffnen kann. Uiuiui. Na? Du hast ein bisschen bewässert. So, die Dinger kann ich ja auch anmachen. Ich schalte mal das Audio ein bisschen lauter. Ich habe dann immer nur ziemlich Angst, dass man mich nicht mehr so gut hört. Und deswegen habe ich es, denke ich, auch oft ziemlich sehr leise. Das tut mir sehr leid. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aha. Kommen wir auch nicht rein? Ne, ist auch rot. Oh, Leute! Ah, da steht jemand. War jetzt aber auch schon ziemlich lange sehr ruhig. Komm, zieht unnötig Stromkosten. Achso, das ist eine Tasse. Ich dachte, das wäre hier von Polizeiauto die Sirene. In hellblau. Oh, lecker. Oh, ich hab Hunger. Hey, hey, Buddy. Hi. Lass mich noch in der Küche schauen. Ich komme. Die Tasse schwebt, auch sehr schön. Hi! Was geht? Ich will hier nochmal gucken. Alter, das ist ein... Warte, ich nehm dich mit. Ich nehm dich mit. It ain't no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs.
Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Okay, I'll cover you. Gut, dann komm mit. Hier hast du gesagt, geht's nicht weiter, ne? Aber vielleicht liegt hier noch Muni oder so. Let's get going soon. Ist das die Maschine? Hört ihr das? Boah, gruselig, die Geräusche. Ein schönes Bild. Ne, hier ist sonst nichts. Auch keine Muni, schade. So, erstmal voll tanken. Haben wir hier was? Oh. Ist das ein Keks? Lecker, Keks! Ich bin bewaffnet mit dem Keks. Also, der Wissenschaftler ist es nicht und der hat einen Stahltisch. Okay. Naja. You don't still think this is a drill, do you? Doch, weißt du, glaube ich. Ich bin so dumm und check nicht, dass das hier Realität ist und keine Prüfung. Dummkopf, ey. Kommst du? Wir werden schon Wissenschaftler finden, so lade Daten. Ich hoffe nicht, dass jetzt wieder die Engine abstürzt. Das wäre sehr, sehr doof. Ich hoffe wirklich, das war nur bei dem einen Mal der Fall. Und wird's auch hoffentlich bleiben. Wir werden sehen. Noch ist es nicht abgestürzt. Bitte, bitte, bitte. Okay, es geht weiter. Ich habe jetzt wirklich bei jedem Ladedatenbildschirm, der jetzt hier kommen wird, habe ich echt... I'm still here, dipshit. Look out, friendly. There's one less horror in the world. Oh, that was awkward. Okay. Huh. Das war Rettung in letzter Sekunde. Beziehungsweise das war... Ah, ziemlich gut von uns. Hallo, ich wollte das voll machen. Let me get out of you. Ja. Boss. I'll hold the fort. Du kommst mit, ne? I got you back. Okay. Ich habe ihn nämlich gerade aus Versehen angeklickt. Okay. Oh, hier liegt aber, hier ist ein richtiges Waffenlager gewesen von denen. Schön. Haben wir jetzt ja bald wieder alles zusammen. Healthkit, ja komm, ich hab 96. Wieso verschwenderisch sein? Are we getting any closer? Vielleicht komme ich ja nochmal irgendwie zurück und hab dann weniger Energie. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Aber für 4 Lebensenergiepunkte ein ganzes Healthpack verschwenden, nee. Nee, muss nicht sein. Naja. Die Soldaten, ja, die haben sich jetzt erstmal wieder Gordon Freeman abge... Dings, die... Denken, ja, ich wäre von der Müllpresse zerquetscht worden. Ist aber nicht der Fall. Jetzt haben wir natürlich auch leichteres Spiel wahrscheinlich, weil die jetzt nicht mehr so hinter uns her sein werden. Würde ich sagen, ich weiß es nicht. Oh yeah. Nochmal Armbrustmunition. Oh, und hier ist nochmal. Meine Güte. Also, hier gibt's Munition ohne Ende. Kommst du? Okay, hier geht's nicht weiter. Alter, schon wieder Munition. Im Blut vom toten Wachmann. Alter. Bitte, was werden die hier gezüchtet? Jetzt mal ohne Witz, werden die hier gezüchtet?
Oder wieso? Oh! Hä? Wieso kommst du von da? Willst du mich verarschen? Ich geh mit Brechstange los. Vor allen Dingen, wo ist mein Sicherheitswachmann? Hallo? Ach, er ist da oben. Okay. Kaputt, 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 kaputt. Kaputt. Nein! Au! Fuck! Shit! Holy crap! Hat er den erledigt? Don't forget to reload. Ja, ja, danke, danke. Okay, der hat den scheinbar erledigt. Danke. Kumpel, da oben. Okay. Was haben wir denn hier alles für Viecher? Okay, der scheint leer zu sein. Hä, der ist auch leer? Die war doch eben noch voll, willst du mich verarschen? Oder... Da. Hä? Egal. So, komme ich da oben noch rein? Vielleicht gibt es da nochmal Lebensenergie oder so. Ja, komme ich rein. Dann gehe ich rein. Das wäre jetzt wahrscheinlich anomale Materie Dingens Bummens 3 gewesen. Kommst du jetzt mit oder kommst du nicht mit, sag mal? Los, hä? Komm mit! You know where to find me. Kommst Roger du? That. Let's run like hell. Ja, komm! Der hat in der Tür festgesteckt. Ich glaube, es hackt ein bisschen. Naja, schon wieder so eine Taschenlampe. So. Kann ich nicht verwenden. Komm, wir verstecken uns in der Mülltonne. Was hältst du davon? Da waren Soldaten. Soldat. Tschüss. Ja, die Armbrust ist dafür ganz gut. Sag mal, Digga, wo bist denn du? Hä? Da, willst du mich verarschen? Komm runter! Ich hab keinen Bock, alleine loszugehen. Wenn du zuerst sterben kannst. Was? Ach Leute, ich bin froh, dass es weitergehen kann. Ihr werdet davon jetzt nichts mitgekriegt haben, weil ich es nicht pausieren muss, weil ich noch genug Folgen auf Lager habe, aber ich hatte echt Schiss. Alter, die haben eine Frau ermordet, sind die... Das sind ja Bastarde. Okay, da geht's weiter. Ich hatte aber... Oh. Echt Schiss, dass ich das pausieren muss. Achso, okay, wir sind wieder hier. Ja, wo jetzt lang, ne? Hier oder da? Ich gehe hier lang. Ich bin nicht böse. Wieso soll ich böse sein? Verstehe ich nicht. Wenn du so aufdringlich sein musst, tut's mir auch überhaupt nicht leid. Okay, da drin sieht man gar nichts. Ach! Ich sehe echt gar nichts. Boah, Junge! Alter. Okay. Gut. Dann müssen wir aber wahrscheinlich hier lang. What the fucking day? Did you see that shot? WTF? Excuse me. T F
FF? Was war das denn? Das waren hier... Ach, die Dicken! Fuck! Kommen die jetzt auch noch dazu? Oh, Munition. Okay, Leute. Ich würde aber sagen... Boah. Frame-Einbruch. Okay, überstanden. Dass wir uns noch um den Soldaten kümmern und dass dann der Part vorbei ist. Da ist er. Oder? Ist er das? Ich glaube, das ist er. Jack shit. Geiler Spruch. Ja, war echt nice. Ah, guck mal, da ist eine Schrotflinte. Wow, jetzt werden wir hier aber zugemüllt mit... Alter. Da sind Doktoren. Well, I'll be damned. I think we just found our scientists. Doesn't look like the front door is an option. I'll tell you what, I'll stick around here and keep an eye on them if you want to go find a way to bust them out of there. Don't get too lost, huh? What the fuck? Alter Schwede. Okay. Hi. Du hast eine ziemlich komische Nase. Naja, wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Wenn's heißt Black Mesa, alter Schwede. Todesmaschine hoch 3 hier. Okay. Dann speichern und bis zum nächsten Mal bei Black Mesa. Auf Wiedersehen.